The weaknesses described and exploited in this analysis are not a fault of a particular company or service, but an inherent property of any service that tracks human interaction. With the increasing prevalence of such services, what recourse do the individuals have? The individual truly concerned with privacy might unplug from the world. Also das Phänomen, dass je mehr Netzwerkdaten entstehen, je mehr Menschen über sich selbst preisgeben, was sie ja immer gemacht haben, das ist eine menschliche Eigenschaft, aber jetzt eben mit dieser ganzen Computertechnologie und verbunden mit so viel Rechenpower und Statistik, ja, ist inhärent. Ja, also es ist kaum aufzuhalten. Sobald wir das so tracken, unser menschliches Verhalten, digital, ja, entsteht diese Transparenz. Und die einzige Möglichkeit, ihr zu entkommen, ist, sich von allen Menschen, die man so kennt, sozusagen ja, zu trennen, komplett von der Welt zu verschwinden. Ja? Und das geht ja kaum. Und das will man auch niemandem zumuten. Ja? Und selbst dann, selbst wenn man das macht, hat man ein Problem. Denn dieses, was bei PRISM, ja, also bei dem NSA-Programm, ja so interessant ist, alle regen sich darüber auf, dass jetzt alle E-Mails und so weiter alles gelesen werden. Schön und gut. Ja? Das ist schlimm. Das ist nicht getreu unseres Rechtsstaatsprinzips. Das ist nicht akzeptabel. Aber der Punkt ist doch ein ganz anderer. Irgendwann mal werden doch nicht mehr die Menschen verdächtig sein, deren E-Mails man lesen kann, von denen man Daten hat, wo man weiß, wo die wohnen, wo die sich gerade befinden, weil die das twittern, weil die das streamen, weil sie eben in dem Wert- und Normkontext, der gerade die Gesellschaft prägt, nichts zu befürchten haben. Sondern man wird sich auf die Menschen fokussieren, von denen man keine Daten hat. Wie bei der Rasterfrage. Und auch das ist ein Riesenproblem. Aber wieder die Zweischneidigkeit des Schwerts, weil was hat Snowden denn gemacht, der diese NSA-Sache veröffentlicht hat? Whistleblowing. Ja? Ist ja nicht so, hier haben wir Transparenz im negativen Sinne, dass ein übermächtiger Staat das kleine, schwache Individuum durchleuchtet. Aber umgekehrt sind die ganzen großen Skandale ja auch durch die gegenseitige Transparenz eben gekommen. Transparenz wird mit Transparenz bekämpft, durch Whistleblowing zum Beispiel, aber das Ergebnis am Ende ist immer noch mehr Transparenz. Das kann die Macht eines Staates wieder beschränken, das kann ein Gleichgewicht herstellen. Das ist auch gut, deshalb sympathisieren ja auch viele Leute mit diesen ganzen Whistleblowern. Ja? Aber letzten Endes, und das wird häufig übersehen, wird Transparenz mit Transparenz bekämpft. Und das Ergebnis ist noch mehr Transparenz. Und das ist das Ende der Privatsphäre, wie wir sie kennen. Das muss nicht unbedingt im Chaos enden. Ja? Privatsphäre ist ja mehr als nur die Möglichkeit, sich zu verstecken zu können. Sondern Privatsphäre ist vor allen Dingen, einen intimen Bereich zu haben, den vielleicht andere Leute kennen, ja? Den andere Leute sehen, aber in den nicht andere Leute unbedingt eindringen und interagieren dürfen. Und das ist vielleicht das Entscheidende der Privatsphäre, wo die Diskussion hingehen soll, dass wenn wir es nicht schaffen können, aufgrund unserer digitalen Vernetzung und unseres menschlichen Verhaltens, Privatsphäre als Verstecken aufrechtzuerhalten, dass wir uns dann auf die Toleranz fokussieren müssen, dass wir nicht alles sehen wollen. Wir können zwar dann alles sehen, aber dass wir nicht alles sehen wollen und dass wir es auch nicht akzeptieren, wenn Menschen aus bestimmten intimen Dingen anderer Leute ihren eigenen Profit schlagen. Noch ein drittes Beispiel, um diesen Netzwerkeffekt zu erläutern. Wer den Film The Social Network gesehen hat, hat ja gesehen, dass Facebook ja im Prinzip als eine Jux-Idee abends entstanden ist, auf jeden Fall hat er ein Programm inszeniert, FaceMatch, wo man eben ganzen Mädels, die neu in Harvard eben dazugekommen waren, ja, ranken konnte. Ja, wurden mal zwei angezeigt, die oder die. Ja, und dann hat man eben entscheiden können und am Ende stand sozusagen so eine Art Schönheits- oder Beliebtheitsranking oder solche Dinge. Das hat natürlich zu einer riesigen Klage geführt und so weiter. Ja. Letzten Endes gibt es jetzt mittlerweile offiziell für Facebook, also nicht von Facebook, aber für Facebook, ein Programm, das nennt sich Bang a Friend. Ja, also würde ich das auf Deutsch übersetzen? Keine Ahnung. Ja, sagen wir es mal so, schlaf mit einem Freund. Ja, oder einer Freundin. Idee ganz einfach,
Man geht seine ganzen Facebook-Freunde durch, sagt, mit wem man schlafen möchte, mit wem man nicht schlafen möchte. Man kann auch jetzt, glaube ich, mittlerweile sagen, mit wem man mal ausgehen möchte, mit wem nicht. Ja? Und wenn die andere Person darauf auch klickt, ja, schlafen und links, kriegen beide geheim eine Nachricht und sagen, hey, ja, cool, du denkst das, ich denke das auch, lass uns doch mal treffen, lass uns doch mal Sex haben, etc. Darüber kann man jetzt denken, was man will, ja, ist aber nicht der Punkt. Man denkt vielleicht, okay, das ist jetzt so ein banales Teenager-Game oder Bedürftigkeits-Game, ja. Es geht um was ganz anderes. Und zwar, mit jeder Entscheidung, die von den Nutzern getroffen wird, treffen oder nicht treffen, entsteht ein internes Ranking, eine Fuckability Score, wenn man so möchte, ja? Wo Menschen eben wo eingereiht werden, ja, der ist sehr beliebt, der ist nicht beliebt, und aus diesen Daten kann eben relativ viel geschlossen werden, für Unternehmen, für Konzerne, aber auch für Dritte, und es entsteht vor allen Dingen, wenn sowas öffentlich wird, ein Druck und ein Wettbewerb, ja, zu dem es menschliche Größe braucht, um sich dem nicht zu stellen, weil dem muss sich niemand stellen, ja? Und das ist aber eben auch die Krux an der ganzen Sache. Das ist so ähnlich wie mit dem Bio-Enhancement bei Michael Sandel. Wenn man Menschen die Möglichkeit gibt, bestimmte Dinge zu tun, zum Beispiel die Genetik ihrer Kinder zu verbessern oder alles Mögliche zu sehen, alles Mögliche zu überwachen, fühlen sich viele in der Verantwortung, sie müssten das jetzt auch tun, aus Liebe zu ihrem Kind, aus Liebe zu sich selbst, zu ihrem Freund oder was auch immer. Ja, warum gucken viele Mädchen Pornos? Weil sie meinen, es wird von ihnen erwartet. Ja, was natürlich Quatsch ist. Und das ist die Krux, dass man sich selbst beibringt oder auch beigebracht bekommt durch Medienkompetenz, dass man bestimmte Dinge nicht sehen muss, nicht sehen möchte, nicht sehen braucht. Dass auch der Staat oder Unternehmen bestimmte Dinge nicht zu sehen haben, auch wenn sie sehen könnten. Und dahin sollte die Diskussion meines Erachtens gehen. Denn diese Medien sind nicht zurückzunehmen. Sie haben viele Vorteile. Sie sind das, worüber wir gerade kommunizieren. Das Handy trackt gerade diese GPS-Funktion. Wir wissen Uhrzeit, wir wissen Wetter. Regnet ein bisschen. Ja? All das wird in ein paar Jahren nochmal viel, viel krasser und extremer werden. Weltweit. Gedankenvorhersage. Twitter ist nichts weiter als ein ständiges Mitlesen von Gedanken, wenn die Leute es exzessiv benutzen. Das kommt. Was wir als Gesellschaft in der Hand haben, ist, wie man damit umgeht. Und den Diskurs würde ich auch gerne weiter anleiten. Und dazu dient dieses erste Video und ich hoffe, es war anregend und spannend. Ja. Dankeschön.